Halte A gedrückt. Yo! Fuck! Hä? Was war das? Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Jetzt muss ich versuchen, da reinzukommen. Aber diesmal versuche ich es einfach geschickt da anzustellen, Leute. Die Frage ist halt eben, wie oder was, wie genau. Ja, es gibt einen Eingang. So wie es aussieht. Entschuldigung. Und ich frage mich, was passiert, wenn ich das hier auswähle. Und dann, warte mal, was passiert, wenn ich hier hingehe? Oh nein, 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 mach die Waffe bloß weg, Mann. So, nein, halt. Wir nehmen den... Warte. Ich muss da echt, das echt gut überlegen, wie genau ich das mache. Doch, wir setzen den jetzt da hin. Okay, wir gucken uns jetzt um hier. Feigling, wie hast du mich genannt? Oh, ich weiß, dass sie mich hören. Ha. Ja geil, ich kann unsere Autos. Alter! Hey, wie dumm ist die? Okay, jetzt sind sie abgelenkt. Das war eigentlich gut. Oh oh. Ich muss den einsammeln. Verdammt, wie mache ich das am besten? Das ist echt. Ah, mit RB kann ich diesen den Dinger werfen. So ein kranker Scheiß. Aha. Klar doch. Lächerlich, ich will eine echte. Oh Scheiße, haben die es gesehen. Fuck! Ich geh mal kurz her, der ist auf jeden Fall weg. Ich gehe einfach hier rein und bleib da sitzen. Oh oh. Wissen die, dass ich das bin? Oh Mann! Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll, ohne entdeckt zu werden. Kommen wir kurz hier hin. Einfach nur, um aus dem Dingsbums zu sein. Okay, pass auf. YOLO! YOLO! Oh fuck! Schnell! Steh auf! Steh doch auf! Oh oh. Oh fuck, Mann! Oh, warte. Nein, 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 zurück. Ey, da... Tschüss. Und... Komm jetzt her. Tschüss. Lauf. Geh hier hin. Geh in Deckung. Tschüss. Meine Fresse, Mann. Ich muss jetzt nur noch hier rein. Oh, oh. Tschüss. Jetzt mach schnell auf. Schnell. Hä, hey, mach doch auf. Hä? Was passiert jetzt? Oh mein Gott! Ja! 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 Wow! Alter! What the fuck? Mach das Auto nicht kaputt! Ich kenne mich auf der Map hier nicht aus. Wir gehen auf den Highway, Leute. Ich bin autorisiert, dieses Fahrzeug zu steuern. Ja, ich autorisiere yes. mich selbst, blöder Pisser. Woohoo. Hast du gehört? Das Auto spricht. Oh shit, Mann. Ab in den Tunnel. Alter. Wow. Wo verstecke ich mich am besten? Der Hubschrauber kann nicht mal. Halten Sie Ihr Fahrzeug an.
Aua! Sag mal! Was, Bitch? Ich bin schwarz und stolz drauf. Lass deine Sensoren neu kalibrieren. Keine Referenz. Wiederhole! Halt den Wagen! Natürlich nicht. Haha! Das ist so geil. Ich weiß nur nicht, wie ich die abschieben soll. Auf! Bleib mit Händen und Füßen immer im Inneren des Tornados. Eingeweihte festhalten. Tschüss! Dreh mal um. Alter! Die Polizei ist ja mega hartnäckig hier. Hast du das gehört? So, schneller weg. So, Geld abzocken. Geld abzocken. Geld abzocken. Alter! Er macht halt das Auto kaputt! Alter! Ihr seid so dumm, Mann! Wie soll ich mich verstecken? Ja, GG. Ja, diese dummen Polizisten. Holy moly, Alter. Guck dir das Auto an. Wie soll ich das machen? Halten Sie sofort Ihr Fahrzeug an. Au, ja geil. Alter. Jetzt hätte ich eine Chance. Jetzt hätte ich echt eine gute Chance. Alter, warum ist das so schnell plötzlich hinter mir? Drecks Polizei, Alter. So. Aua, aua, aua. Fuck. Ja, fahr hier lang. Da. Oh mein Gott. Ja, hab mich halt verloren, Mann. Wir fahren hier durch den Park. Tschüss. Ja, endlich. Alter. Oh, du dummer LKW. Mann. Er hat mich wieder. Oh, der LKW. Aua, fuck, fuck, fuck. Ey, ohne Witz. Ohne Witz. Dreckspolizei! Holy moly. Ich kann halt nicht mal wirklich entkommen. So, jetzt. Fahr bitte weiter. Geh doch jetzt weg da! Ich bin immer noch bei Fliehe. Ich fliehe doch! Immer noch! Boah! Alter, fahr! Endlich! Endlich! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Bin unterwegs. Hey, die sind so hartnäckig, die Dreckspolizisten, Mann. Guckt euch das Auto an! Ich bin Devin von Devin und ich bin... Sie sind nicht... Boah! Devin von Devin ist attraktiv und schneidig. Und Sie nicht. Oh, bitte. Ich bin ganz sicher schneidiger als ein Typ namens von Devin. Aha. Mann, im Silicon Valley gibt's nicht einen, Bruder? Meine Galilei-Entwickler. Jo. Ja, vielleicht nicht ganz alles. Auf jeden Fall haben wir das schicke Auto. Wow. Und wir haben es zu Schrott gefahren, aber ich hoffe, dass es repariert wird. Wäre nett. Zumindest. Wow. Alter, hier geht's krass runter. Nice, Mann. So. Oh, sorry. Ich hab's gleich geschafft. Dann bin ich in der Werkstatt und ich hoffe, das Auto wird wieder repariert. Es tut mir echt leid, was ich damit gemacht habe. Sorry. Reparier das Auto. Bitte. Ach. Ha.
haben wir etwa Zauberkräfte? Wir können ein zerstörtes Auto reparieren. Das Auto ist echt heiß. Ja, Mann. Respekt, dass Galilei dem Studio für die Gurke Geld abgeknöpft hat. Hast du gehört? Nein. Vergiss mal die Spracherkennung. Ich meine, klar, es braucht mal einen Klaps auf den Skriptcode, aber die Antworten waren eigentlich stimmig. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit da drin stecken muss? Galilei hat bei seiner Mars-Sonde von maschinellem Lernen gesprochen. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass es derart hochentwickelt. Was? Oh, Mann. Ich hab's gewusst. Ich bin dagegen, dass sie mich fahren, Marcus. Sie sind nicht so schneidig wie Devon von Devon. Ich wusste, dass es zu wenig klug und zu viel Scheiße war. Wow. Nigelnagelneu. Also hat es gar nicht geantwortet? Naja, zählt... Zählt das auch? Fick dich, Mann. Fick dich. Das Auto ist auf autonome Steuerung ausgelegt. Aber nichts ist da oder kalibriert. Es könnte es, ist nur nicht perfekt. Aber kein Schrott. Siehst du? Davon rede ich immer. Positiv denken. Es ist nur dämlich. Das ist der Plan? Eben mal ein KI-Auto fertig bauen? Problem? Nein, das geht schon. Hm. Alright. Oh, da hinten ist die Polizei, sucht mich immer noch. Wie viele Follower bekommen wir? Alter! Heftig. Eine neue Mission ist verfügbar. Finde die Kerndaten im Embarcaso Center. Okay. Na gut, dann gehen wir da mal direkt hin, ne? So, fragt sich nur mit welcher Karre. Fahren wir doch mit dem Bus, oder? Oh ne, der ist gleich weg. Also auf einen Bus hätte ich schon Bock. Oder ein Taxi. Warte mal, was steht hier so rum, gerade an der Seite. Oder da ein Motorrad, das nehmen wir. Motorräder sind stylisch, vor allem das da. Ja! So, ist auch nicht weit weg, so wie es scheint. Sind wir gleich da. Ja. Wow, was für ein Move. Yeah. Okay, steig mal ab. Finde die Kerndaten im Center. Okay, da muss ich da irgendwie rein, so wie es mir scheint. Gibt es hier einen Eingang? Da oben, ne? Ist das ein riesen Kaufcenter oder was ist das? Wann hatte das letzte Mal ein Politiker ein IQ der Höhe? Aha. Da unten steht was mit mitnehmen. Aha, und da hinten ist auch was. Dann laufen wir mal in die Richtung da. Ey, ist voll schön hier. Muss da unten rein, okay. Da kommt man rein? Hä? Ist hier irgendwo ein Eingang? Lol. Ich muss da rein. Aber wie komme ich da rein? Hier rüber? Und ist nur Exit. Hä, lol! Also eigentlich müsste ich ja über die Seite... Geh doch weg! Halt die Schnauze! Das ist... Oh, solche Aufgaben nerven mich. Und muss ich hier... Was ist da gegenüber? Da oben, das muss ich hacken. Okay, aktivieren wir mal die Kamera. Warum kann ich da nicht hacken? Wir brauchen hier draußen... Yo, Retro! Hier ist so ein Primate-Arsch, der durch die Stadt heizt. Nein, keine Shit. Zeit, sorry. Unternehmen die Cops irgendwas? Sie versuchen's. Zeigt ihnen doch mal, wie man das macht. Muss da hoch.
komme ich denn da hoch am besten? Hä? Hä? Leck mich! Ich will kein Online! Oh, ich will die Mission machen! Das hat mich irgendwie so ein PvP-Spieler da gekillt. Da habe ich keinen Bock drauf! Ich will die Story weiterspielen. Meine Fresse, hey. Das ist so schwer zu verstehen. Wie komme ich da hinten hoch? Weil zu dem Typ da hinten muss ich. Komme ich da an der Seite rein und dann hoch? Boah, Mann. War ja auch gerade jetzt so eine Sache. Dieses Online-Feature. Total seltsam auf jeden Fall. Ich könnte den Hund streicheln, lol. Komme ich da irgendwie hoch? Hä, wie komme ich denn da hoch, Mensch? Da ist eine Brücke, da komme ich endlich hoch auf dieses, auf diese Plattform, Alter. Da gehen wir jetzt mal hoch. So. Dann muss ich dort hinten hin und da ist dann der Hacker da. Aber ich weiß nicht mal, ob der was mit meiner Mission zu tun hat. Muss ich die Mission jetzt erst wieder aktivieren oder warum wird da oben nichts angezeigt? Meine Fresse. Das ist das, was mir auf den Piss geht teilweise. Warum? Hier. Das zählt nicht mal dazu, dieser Hacker. Ey. Ah, da könnte ich... Ohne Witz, bei manchen Sachen, da rege ich mich so dermaßen auf. Er hackt ihn doch. Auch dann halt nicht. Wow, der hat gar nichts mit der Sache zu tun. Als erstes pisst mich der Typ an, der mich gekillt hat. So. Ja, geil, ne? So, jetzt bin ich hier. Muss da unten hin. Ach, lol, jetzt hat's funktioniert. Ja, GG, ne? Mitnehmen, Kamera. Hier ist ein Eingang. Wie komme ich hier unten rein? Ach, es gibt eine Parkgarage. Ja, gut. Dann jumpen wir doch mal darüber. Aua, tut mir leid. Fahren da mit dem Auto hin. Hätte mir das mal einer gesagt. Geh doch weg! So. Jumper, let's go. Kann da jemanden killen? Ach, okay. So, komm. Ja, geil. Oder ist noch einer jetzt? Lol. Okay, dann machen wir mal aus und gehen jetzt selber hin. Der hat mich nicht fixiert, auf dem Schirm. Nein, 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 stopp, stopp. Ich muss das. So. Hä, was muss ich jetzt machen? Irgendwas mitnehmen. Ah, das da. Ja, das könnte praktisch mit sein. Okay, nice. Das war doch relativ einfach. Hey Marcus, kannst du Wrench danach in der Garage treffen? Geht klar. Gut, dann gehen wir jetzt los. Irgendwo muss ich ihn treffen. In der Garage. Lol. Dahin wieder. So. Wird gemacht. Wuhu.
Hä, werde ich gesucht? Nein. Wir schneiden ihm den Weg ab. Marcus, Primate hat Daten von uns in die Finger gekriegt. Ey, ich will nicht online killen. Es ist. Alter. Es kommt wie. Ich schätze, jemand will das, was sie wissen. Ich suche mir was Schnelles und schnapp sie mir zuerst. Marcus, sie entkommen. Du musst schneller fahren. Jo, ich bin dabei. Es will mich wieder jemand töten. Was soll das? Kann das nicht mal verpissen? Ich will einfach nur die Story weiterspielen. Heilige Scheiße. Sowas nervt mich. Kann ich das irgendwo ausstellen? Ich will die Mission weiterspielen, du Trottel, ey. Alter, nee. Sorry, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Notruf. Worum handelt es sich? Hier ballert jemand rum. Meine Fresse. Was soll denn das? So. Komm hier rein. Und weiter geht's. Hacker lieben Herausforderungen. Okay, Leute, dann legen wir mal los. Okay. Ja, dann mal los. Komm schon, Marcus, spring rein, das Wasser ist toll. Lass losgehen. Hast du den ganzen Spaß? Oh yeah! Okay, alles ist vorbereitet. Bereit? Oh mein Gott, was muss ich tun? Los! Halte A gedrückt. Weißt du, was geht? Yo! Fuck! Hä? Was war das? Ich bin kein normaler KI-Auto. Kann ich bitte nochmal von vorn? Mission neu starten. Wird jetzt alles von vorne gestartet? Oh nö! Ah ne, ich kann das überspringen. So. Mann. So. Jetzt geht's los. Nochmal. Ey, da verlierst du voll leicht teilweise die Kontrolle. So. Und los. Okay. So. Weißt du, was fehlt? Atmosphäre. Wow! Na, what the fuck, Alter? Geilo! Ich liebe das Auto. Wo muss ich lang? Ach, da hinten. Wuhu! Nice! Jetzt kommt die Polizei noch dazu! Ja, geilo! So. Wuhu! Oh oh. Let's go! Da lang! Boah! Heiliger Big Mom, in dem Auto ist kein Fahrer. Wow, fuck.
Sorry. Verkackt. Sorry. Boah. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Sorry, Leute. Und jetzt? Wow! Nice, Alter! Ey, wie geil ist dieses Spiel? Ich liebe es. Wir sind im Fernsehen. So schnell. Wuhu! Live vor Ort. Uns erreichen Meldungen, dass das Cyberdriver-Auto spektakuläre Stunts in der Stadt ausführt. Ja, nice, ne? Wow! Das ist vielleicht ein Marketing. Nein. Alter, nee. So. Boah, ich muss da lang. Boah. Shit, Mann. Das ist so schwer zu fahren teilweise. Ab nach oben. Wuhu. Ich liebe es. Ich liebe es. Wow. Hammermäßig. Woohoo! So. Halt diese Porte, Fahrzeug an. Ja, ich halt nicht an, wenn ihr das sagt. Das ist schon bewusst. Let's go! Ist okay, Josh. Weißt du warum? Nein, Citara. Wann bin ich denn endlich fertig damit? Sie da, wo es Gigaschmerz. Alter. Wow, Dreckspolizei, Alter! Dass sie genau dann vorfährt. Fahr doch! Fahr! Woo! Und... Wow! Wow! Heftig, Mann! Zuerst hat es nur getröpfelt, dann boom. Die Zahlen hören nicht auf zu klettern. Das war ein gutes Ziel. Ja, aber... Wirklich? Findest du nicht? Nein, ich meine, klar, sieh dir die Zahlen an, aber... Ich weiß nicht, dass... Was sollen wir machen? Ich meine, so richtig. Höher zielen. Oh ja, genau davon rede ich. Jo, Leute, und das war's mit der Folge. Schaust du zu? Stopp. Oh, nee. Ich weiß. Wart noch kurz. Ist wie blödtube.com. Der Kanal für Volldeppen, hab ich recht? Ja, die. Komm schon. Schau die doch an. Die haben sogar ihr eigenes Branding. Ich verfolge die seit ihrem Zugriff auf unser Servernetzwerk. Scheiße, Mann, jetzt schrei mir nicht ins Ohr. Versuch's mal mit der inneren Stimme. Jedenfalls, wir sind soweit. Fehlt nur noch der Handschlag. Wir arbeiten mit der Humanai Zulu. Für den Fall, dass die Kollateralschadenklausel in Kraft tritt. Die sind diskret. So, Leute. Das war's mit der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.